Was sind Katastrophenanleihen? Katastrophenanleihen werden von Versicherungsunternehmen herausgegeben und beim Eintreten großer Versicherungsschäden infolge zum Beispiel von der Naturkatastrophe, wie wir sehen hier, Vulkanausbruch oder anderen Sachen, dann wird die Verzinsung abgestuft. Dadurch übernimmt der, der so eine Anleihe kauft, ein gewisses Versicherungsrisiko. Warum ist es jetzt trotzdem interessant für viele? Das liegt in der Diversifikation. Ja, eine Katastrophe hat mit dem normalen Zyklus überhaupt nichts zu tun. Und dadurch kann man sein Risiko besser streuen. Denn vielleicht sind die Zinsen dann sehr, sehr hoch, wenn gerade so eine Katastrophe passiert. Und dann kann man das auch verkraften, wenn man hier ein bisschen weniger Zinsen bekommt bei einer Katastrophenanleihe. Da sind auch zuletzt auch einige Hedgefonds mit reingegangen. Und es hat dann immer mehr auch einen Charakter von einer, sag ich mal, Rückversicherung bei Katastrophen bekommen. Das also ganz kurz zu Katastrophenanleihen.